Hallöchen, Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut, hier bei Minecraft. Gut, gut, gut. Also, hier sind wir, da sind wir noch immer. Und dann bleiben wir auch noch immer hier. Wir haben jetzt 20 von diesen Enrich-Stelle, so heißt das Ding. Das müssen wir jetzt dann weiterkraften, dazu brauchen wir noch ein bisschen Gold. Glas haben wir ein bisschen. Da Gold, da Gold und da Gold. Aber wenigstens alle drei Gold, dass dann die ein bisschen Gold machen. Da kann man den noch ein bisschen weitermachen lassen. Hier. Bis er dann das Redstone fertig hat, sind ja eigentlich 10 Stück müsste das sein. Du machst hier Kupfer fertig hier. Du das. Und dann wollten wir ja Solar machen. Ja, so. Solar. Und zwar, die wollte ich eigentlich machen ursprünglich. Das heißt, viermal die kleinen. Da brauchen wir Solarplatten, Bändel. Die sollten ja nicht so schwer sein. 16. Dann. 1, 2. Das heißt Osmium, okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Weil Osmium habe ich jetzt ja nicht so viel gefunden, oder? Das ist Lead. Ich glaube, Osmium haben wir nicht mehr so viel. Neues Stück. Das ist natürlich sau blöd hier. Nicht mehr Osmium gehabt. Das ist blöd. Ohne Osmium geht's natürlich nicht. Lead. Ne, Lead bringt das nix. Der unten haben wir auch nichts, oder? Nein. Diamant hätten wir hier, den können wir oben hinschmeißen, die anderen Diamanten. Das ist halt das Problem, weil ich habe relativ viel unten gemeint. Ich glaube, Osmium spawnt gar nicht so tief. 3. Das heißt, jetzt sieht sich genau ein Solarpanel nur aus. Wenn wir das weiterkraften, haben wir Osmium, das 2 Stück. Das heißt für uns da nochmal, dann. Was ist denn das? Solargenerator upgraded. Das heißt, oben Computer ist, ne, da brauchen wir nicht. Uns das einmal und das einmal. Das heißt, wir haben hier ein Solarpanel. War nur eins, wir bräuchten 4, um das große zu kriegen. Aber lieber ein kleines, das ist gar keines. So. Das generiert jetzt natürlich nichts, wenn wir schlafen gehen. Schauen wir mal, was es dann macht. Es generiert Strom. Zwar weiß jetzt keiner, wie viel, das müsste ich erstmal Config umstellen, dass es EU liefert und nicht den Strom, aber mal gucken. So, der hat kein Fuel, der hat noch Fuel. Dann mach du bitte Kupfer fertig, du das. Kriegst du ein bisschen Kohle? Oder müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger rumgehen? Kohle haben wir nicht mehr so viel. So mit Bedacht. Müssen wir das jetzt schon behandeln? So, dann hier. Zack. Den ganzen Mist mal rein da. Das Cable brauchen wir auch nicht mehr. Ja, Staff of Traveling könnte man hier eigentlich aufladen, glaube ich. Nee, geht nicht. Okay. Hier auch nicht. Hier natürlich auch nicht. Das heißt, wir brauchen einen Infuser. So eine Ladestation. Das haben wir halt natürlich zu wissen, wie viel der herbringt. Was? 320.000 AF. Okay, schon ein bisschen teuer. Ich wollte jetzt mal gucken. Ich brauche Osmium. So, Osmium haben wir Vorteil, wir können ja Brocken Osmium kriegen. Und das ist von Compressed Gravel mit einem Boden, Iron oder Thick Mesh. Das ist 20%. Ja. Compressed Gravel, das oder eben normales Gravel. Bei normal Gravel ist es auch 20% einzukriegen, ist klar. Das heißt, wir bauen das mal. Echsen Kilo 7. Macht das einen Unterschied? Nein, glaube ich nicht. Gell. Das heißt, 2 Sticks und davon und 2 Sticks. So, so. Und
So, dann haben wir mal das hier. Bin gerade überlegen, was. Weil es gibt ja so ein Autosieb. Den hier. Und wenn ich gleich den machen dann. Der fordert aber was. Stahl. Stahl kriegen wir. Stahl das. Stahl das kriegen wir vom Mechanisten. Kohle und Enriched Iron. Enriched Iron können wir, indem wir Kohle und Eisen. Kohle, Eisen, genau, das war so. Das heißt deswegen nicht so viel Kohle verbrauchen, meine Leute. Da ist jetzt noch Redstone drin. 10, scheiße. Da. Also 4, 4. Mal schauen, ob sich das ausgeht, ob man da gleich viel braucht oder wie läuft das. Muss jetzt erstmal selbst gucken. Genau, gleich, gleich. Das davon, eins davon. Da, 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 da. Wir brauchen ja dafür dieses. Für ein Autosieb sozusagen. Brauchen wir Stahlblöcke. Das heißt 9, 18, 19, 20 brauchen wir. Okay. Das ist fast ein bisschen viel, würde ich fast behaupten. Der Vorteil ist, es ist automatisch dann. Wir brauchen nicht mehr selbst sieben. Nachteil ist, wir müssen alles hammern. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt besser? Selbst alles zu hammern oder zu sieben? Gut, jetzt geht er runter. Also alleine schafft die Solarzelle das nicht. 100 Joule. Wenn beide Maschinen laufen. Der braucht, wo steht denn das? Ich glaube, eh da 19 Kilojoule. Ne, hier braucht er. Using 50 Joule. Wir produzieren 100, also können wir rein theoretisch. Ja. Weiß ich nicht, wie viel der braucht. Ist wieder so eine komische Rechnung. Kann man so nicht 1 zu 1 durchrechnen. Weil man es eben nicht genau weiß. Wir brauchen Eisen, noch einmal gesagt. Osmium, Nickel. Kohle brauchen wir sowieso genug da noch. Kohle haben wir wohl noch ein bisschen, aber Eisen haben wir nicht mehr. Es fehlt Kohle. Zu Enriched Iron kann man mit nochmal Kohle zu Stahl machen und das Stahl können wir dann schmelzen und wenn wir es geschmolzen haben, können wir andere Sachen damit machen. Gut. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen 20 Stück davon. Das heißt 19, das heißt, das wären dann 20. So, dann haben wir da nochmal 10. Enriched Iron kann ich wirklich nur weiterverarbeiten. Gut. Setzen wir das mal. Wir brauchen irgendeinen, mit dem wir Sachen laden können. Was ist das? Blank. Blood Moon. Cobblestone. Clips. And Firestorm. Guardian. Was ist denn das? Neta. Okay, interessante Sachen, kenne ich gar nicht. So ein Hammer werden wir wahrscheinlich auch bauen, außer wir machen Autohammer. Aber der Autohammer ist, glaube ich, ein bisschen teurer, oder? Autocompressed-Hammer, Autohammer. Kostet Eisen, ist jetzt auch nicht die Tragödie, muss man ehrlich sagen. Vorteil ist halt bei dem, wenn du das so machst, automatisch, du kannst das automatisiert machen. Und das ist ja mein Ziel. Automatisiert Rohstoffe zu bekommen. 18, 19, 20 und dann ist nochmal fertig. Hat keiner, aber den braucht doch, den braucht er noch. Jetzt haben wir 80. Wir brauchen ja dann rein theoretisch 180. Zack. 200 und macht die nochmal durch. Und dann hat er, haben wir 200 Stahl. Ein rechnerisch. Gesehen. Ja, reinreiner ist schon. Ja, ich bin auch ein paar Mal gestorben, wie man sieht. So ist es ja nicht. Das kann ich ja. Hier oben können wir die Chunks claimen, in denen wir uns befinden. Und Chunk loaden.
Das ist auch nicht verkehrt. Eisen haben wir wieder. Also wir können eigentlich schon mal hier ein bisschen ein Auto Hammer bauen. Davon brauchen wir zwei. Dann brauchen wir noch Holz. Und ich weiß gar nicht, wie viele Diamanten wir brauchen für den Hammer. Ich glaube so. Genau, okay. Und nur noch Eisen, glaube ich, oder? Auto Compressed Hammer. Autohammer, also den brauchen wir. Das heißt, wir brauchen einen Autohammer. Der Autohammer, ja, hammert automatisch. Braucht aber auch einen Hammer, okay. Du brauchst einen Hammer, um den, ha um den Autohammer zu bauen, und brauchst einen Hammer, um damit er funktioniert. So, und da rein kann man jetzt rein theoretisch zum Beispiel Cobblestone machen. F, warum kann der mit den Kabeln nicht verbunden werden? Was soll denn das? Hallo? Okay. Meine ich ihn ja voll davor, du? Interessant. Ja, wie gebe ich denn jetzt Strom? Super, wie soll das funktionieren, mein Freund? Mana, Steve, ne, Mana brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja schon das mit Strom. Ich glaube, ich hatte hier einen Generator. Also, ich habe ja schon in der Testwelt das mal getestet, kurz. Ob der Mod ja funktioniert, da habe ich dann ein. Weil jetzt haben wir ja den von Aktuelle Editions. Wenn wir jetzt aber den anderen bauen. Wo ist denn das? So. Einmal verschiedene Frame. Und zwar, wenn wir jetzt den, nicht den Culinary, sondern den Furnace Generator bauen, brauchen wir natürlich noch ein Furnace. Wir brauchen Eisen. Da. Da. Das wieder hier rein. Du da. Das 20. Oder? Und dann brauchen wir das, haben wir gesagt. Das haben wir. Zweimal Redstone fehlt. Dann können wir den mal bauen. Ich glaube, mit denen ging es. Okay, mit denen geht's. Interessant. Ist aber blöd, weil ich ja hier eben Strom haben wollte. Nein, verdammt. Weil das ist ja transfer. So, wenn der fertig ist, kann ich dann rein theoretisch den hier abbauen. Und er ist weg. Interessant. Krieg ich die Krise. Echt. Das kann nicht sein. Der darf doch nicht einfach verschwinden hier. Aber es ist, glaube ich, mit der Hand abgebaut habe. Ich hätte dann schauen sollen, dass ich das dann nicht mit der Hand abbaue, sondern zum Redstone so lasse und dann mit der Spitzhacke abbaue. So, meine Frage ist, wenn ich den hier platziere und den hier platziere, geht auch nicht. Okay, Spitzhacke auch kaputt. Jetzt geht alles kaputt. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge rausfinden, wie das geht. Denke ich mal, oder? Was haben wir noch? Ja, und G-Kabeln haben wir ja wohl noch ein paar Sachen. Wir könnten Universal. Nee.
Kabel. Haben wir da irgendwas? Nee. Energy. Mal Energy Cable, gell? Das sind die Cubes, haben die keine Kabel mehr? Bin ich jetzt verrückt oder verrückt? Da sind sie, Energy Cable. Da brauchen wir natürlich den Alloy Smelter dafür. Und bei Mechanism, das muss ja auch nochmal irgendwo. Basic Cube. Vier Stahl brauchen wir dafür. Das ist alles ein bisschen schwierig. Mechanism. Da sehen Sie doch. Basic Universal Cable. Zweimal Stahl. Das heißt, wir machen hier nochmal schnell 8-mal Stahl. Dann 16. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Lasst ein Like oder Abo da und haut rein. Tschüss!